Ich begrüße Sie zu diesem Vortrag zu einem Thema, was uns vermutlich alle immer wieder umtreibt. Denn wir leben ja in der Regel nicht alleine auf der Welt. Selbst wenn wir Singles sind und alleine eine Wohnung haben und alleine ein Büro haben, wir treffen immer wieder auf andere Leute. Und die haben interessanterweise oft andere Ansichten. Und eine Weile kann man sich so durchschlagen mit Arroganz. Naja, ich meine, die sind halt leider alle ein bisschen minder bemittelt. Und wenn die erstmal so schlau sind wie ich und so viel Bücher gelesen haben oder so viel Lebenserfahrung haben, je nachdem, wie man halt so tickt, dann werden sie schon dahinter kommen, dass ich recht habe. Ja, und ich möchte heute ein paar Überlegungen vorstellen, wie man das überhaupt merken kann, dass man an Ansichten festhält, überhaupt, dass man welche hat und dass man dran festhält und was man tun könnte oder auch manchmal lassen könnte, damit die Begegnung mit anderen Menschen ein bisschen fruchtbarer ist. Und ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit eine Kernkompetenz. Wir müssen lernen, zuzuhören. Wir müssen lernen, zu kapieren, dass nicht eine Person die Lösung findet für unsere großen Herausforderungen, sondern dass wir zusammen eine Chance haben, mehr Aspekte zu erkennen von einer Herausforderung, als wenn man das nur alleine tut. Und ich weiß ja, das Hobby von Herrn Gunzinger ist die Energieversorgung. Und da beschäftige ich mich natürlich auch schon eine Weile damit. Es geht um Energieversorgung, um Energiequellen, um harte Fakten, Tatsachen, um völlig utopische Visionen, was man da alles machen könnte. Und da spielen Ansichten, Glaubenssätze, Meinungen, aber auch Motive eine ziemlich große Rolle. Und in diesen Gesprächen, gerade bei solchen Themen, da merkt man, dass man sehr an bestimmten Sichtweisen, Ansichten festhält. Und wenn man dann an einem runden Tisch sitzt, ob das jetzt politisch ist, ob das jetzt bei einem Thema wie Energieversorgung ist, um Thema wirtschaftliche Prioritäten oder so, da merkt man, dass man Ansichten hat. Man merkt nämlich daran, dass andere Leute andere Ansichten haben. Ja, und bei der Energieversorgung, bei der Frage der Energiequellen, da sind wir jetzt, und ich will das an dem Beispiel ein bisschen erläutern, damit es nicht so abstrakt bleibt, da sind wir mit der Endlichkeit einer Energiequelle konfrontiert, die der Motor der westlichen Industrialisierung war, nämlich fossile Energien. Wir sind mit der Endlichkeit konfrontiert und Endlichkeit, ja, das hat man sowieso nicht so gern. Mit Endlichkeit und mit Unbeständigkeit. Tja, man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, was für Folgen bestimmte Eingriffe haben, die wir jetzt machen, manchmal mit wirklich guten Absichten. Ja? Ja, und was machen wir jetzt? Ein großer Konfliktpunkt ist, wir streiten jetzt schon um die Analyse des Status quo. Also die Einschätzung dessen, was jetzt Tatsachen sind, Fakten sind. Und jeder, ich meine, wir wissen ja, ich glaube nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Ja, alle stellen ihre eigenen Prognosen und Statistiken auf und berücksichtigen dann immer nur die Faktoren, die die eigene Statistik stützen. Und die Faktoren, die da entgegenstehen und die widerlegen würden oder die Brüchigkeit meiner Thesen zeigen würden, die berücksichtige ich nicht. Und das immerhin. Wie viele Jahre ist es her? Mindestens zwei Generationen seit Sir Raymond Popper das Poppersche Falsifikationskriterium aufgestellt hat, wo er nämlich gesagt hat, wenn du eine These hast, ist ein Philosoph, ein Österreicher, dann such zuerst die Argumente, die dagegen sprechen. Und nicht nur die Argumente, die dafür sprechen. Das hat er vor über 50 Jahren formuliert und es hat mich sehr inspiriert, schon im Ende meines Studiums, dass da jemand sagt, hallo, pass auf, wenn du eine Meinung hast, dann guck erst mal, was dagegen spricht. Und das ist ja eigentlich ein gutes wissenschaftliches Herangehen.
dass man nicht denkt, super Idee, klasse, und jetzt berücksichtige ich nur die Informationen, die mich stabilisieren, die meine Meinung rechtfertigen, und alle, ich rede auch nur noch mit den Leuten, die das genauso sehen. Das macht man ja dann gern. Und dann gibt's die sogenannten Parteilichkeit, die Fraktionsbildungen, und dann steht Recht haben gegen Recht haben. Also, ja, wir streiten um die Analyse des Status quo. Wie schlimm ist es? Wie viele Jahre reicht unser Öl noch? Vorausgesetzt, wir gehen pfleglich damit um. Da gibt's verschiedene Meinungen, ja. Und dann gibt's natürlich die neuen Möglichkeiten, Schiefergas, Fracking und so weiter. Und natürlich die Frage des Klimawandels, die ist auch, hängt eng damit zusammen. Und jetzt mal so ganz grob gesagt, kann ich bei den vielen, 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 vielen Meinungen, die es da gibt, drei große Meinungsblöcke unterscheiden. Das eine ist der naive Optimismus der alten Energien. Ja, irgendwie werden wir schon was Neues finden und irgendwie werden wir schon eine Möglichkeit finden, irgendwas irgendwie zu finden. Überhaupt die Industrie und die modernen Unternehmen, die finden schon irgendwas Technisches und dann geht's weiter. Ein bisschen hat meine Mutter immer so argumentiert, wenn ich seit Ende der 70er mit ihr gestritten habe um politische Veränderungen und um Atomkraft und so. Und dann hat sie, ach, Mädle, die finde schon was, dass das nicht mehr gefährlich ist. Ja? Die haben auch Angst geht vor dem Zug und vor dem Fernseher und man hat immer Angst vor dem Neuen, da findet man schon was. Ja? Also die war noch sehr naiv fortschrittsgläubig. Ich habe das Gefühl, es gibt noch eine ganze Menge Leute, die sehr naiv fortschrittsgläubig sind und glauben, wir finden schon irgendwas. Dann gibt's die Leute, die sozusagen in Endzeitstimmung sind und sagen, es ist 11:55. Also eigentlich geht alles in Bach runter. Wenn wir so weitermachen, das wird alles ganz furchtbar. Und ich meine, ich habe von Ökonomen, von ernsthaften Ökonomen, die ich nicht für Dummschwätzer halte, gelesen, ja, in 20, 30 Jahren ist Europa irrelevant und nur noch China zählt. Ja, ganz ernsthafte Argumente aufgezählt, warum Europa abgehängt wird mit industrieller Entwicklung und mit Erfindungen und mit weiß ich was. Also es gibt Leute, die sagen, also nicht nur im sogenannten Klimawandel kritischen Lager und im alternativen Lager, es gibt auch in der Ökonomie, gibt's Leute, die sagen, das geht alles den Bach runter. Ja, okay. Ja, und dann gibt's die dritte große Gruppe, die sehr heterogen ist, die sagt, wir brauchen Alternativen. Die glauben nicht an Tina, there is no Alternative. Margaret Thatcher hat, glaube ich, diesen Begriff geprägt. Ja, die glauben das nicht, sondern die sagen, es gibt Alternativen und wir müssen uns zusammensetzen. Und die Überlegungen, die ich heute vorstelle, beziehen sich auf diese dritte Gruppe, die sehr heterogen ist, die aus unterschiedlichsten Perspektiven versuchen, neue Möglichkeiten zu erkunden. Ja, und da muss man lernen, sich zuzuhören. Denn Gesellschaften sind langsam. Gesellschaften sind wie große Tanker, ja? Die bewegen sich nicht so schnell. Und man muss einfach gucken, wie kriegen wir einen gewissen Konsens in unseren Gesellschaften hin, dass wir uns auch mit voller Kraft und mit all unserer Intelligenz, die wir haben, unserem Know-how auf neue Entwicklungen ausrichten können. Ich meine, da muss man ja erstmal also mindestens 5% der Bevölkerung erreichen, das ist so eine soziologische Theorie. Wenn 5% der Bevölkerung eine Idee gut finden, ein Anliegen wichtig finden, dann bilden sich politische Bewegungen, die relevant sind, weil das dann in genügend unterschiedlichen Schichten, Bildungsgruppen wird's wichtig. Also wir müssen nicht gleich alle überzeugen, aber wenn wir 5% der Bevölkerung davon überzeugen, dass bestimmte Themen richtig wichtig sind, dann kriegt es Momentum, dann kriegt es einen Schwung und dann überlegen sich eben Leute in verschiedenen Schichten der Bevölkerung, in verschiedenen Bereichen, in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter, was man machen könnte. Und die tun sich dann auch zusammen. Jetzt ist meine Frage, wie schaffen wir es, miteinander zu reden, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wie schaffen wir es, ergebnisoffen miteinander zu reden?
Und eine These ist vermutlich nur dann, wenn wir zuhören wollen. Da kann man niemanden zu zwingen. Wenn wir neugierig sind auf andere Perspektiven, und das ist jetzt meine zweite These, diese Neugier, diese Bereitschaft, ergebnisoffen zu reden, wird stark dadurch gefördert, dass wir merken, wir wissen nicht alles. Also wenn man die Grenzen des eigenen Wissens erkennt, dann ist man viel bereiter, anderen Leuten zuzuhören, die sich über das gleiche Thema Gedanken machen. Klar, wenn ich merke, ich weiß nicht alles, ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe viele Ideen zu allem Möglichen, zum Klimawandel und zu erneuerbaren Energien und ich habe viele Ideen, auch zum Gesundheitssystem und zum öffentlichen Nahverkehr. Aber wenn ich genau hingucke, dann weiß ich, dass ich doch nicht genau weiß, wie man das am besten machen soll. Und wenn man das erkennt, dass man es nicht genau weiß, ist man offener. Und jetzt die Frage an uns, die Frage an mich, an Sie. In dem Bereich, wo Sie engagiert sind, wo Sie das Gefühl haben, das sind ganz wichtige Anliegen, ob das jetzt Klimawandel ist, ob das erneuerbare Energien sind, ob das Gesundheitssystem ist, ob das regionale Organisation, öffentlicher Nahverkehr, was auch immer, Sie das Gefühl haben, ist mir ein Anliegen. Öffentliche Sicherheit, ja, Jugendkriminalität, Drogen, also immer, wo Sie denken, das ist mir ein richtiges Anliegen, wo Sie dann auch Meinungen dazu haben, Ansichten haben, ab und zu mal sich zu fragen, was glaube ich, was da richtig ist? Was weiß ich? Und was weiß ich nicht? Und da viele von uns schon meinen, sie wüssten, ist diese dritte Frage für mich immer sehr wichtig. Was weiß ich nicht? Wo habe ich nicht viel Ahnung? Ja, wo fehlt mir Wissen? Also ich persönlich glaube, dass man mit erneuerbaren Energien eine Menge erreichen kann. Ich glaube, da ist noch viel Spielraum. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man sie so sozialverträglich einführen kann, dass man die Wirtschaft in Europa nicht gefährdet. Ja, die Wirtschaftskraft Europas. Ich meine, es nützt ja nicht sehr viel, wenn wir nächste Woche flächendeckend die neu erneuerbaren Energien einsetzen und dann geht überall das Licht aus. Ja, ich meine, wenn bei Ihnen eine Stunde kein Strom ist, dann haben Sie ein Problem in Ihrem Betrieb. Ja, ich meine, bei mir zu Hause geht's noch. Dann könnte ich Kerzen aufstellen und mit Hand schreiben, wenn ich einen Vortrag schreibe. Aber Telefon ging schon immer. Ich weiß vieles nicht, auch in den Bereichen, wo ich mich auskenne. Und die Leute, die ich kenne, die ich lese, von denen weiß ich auch, dass sie vieles zwar wissen, aber vieles auch nicht wissen. Und jetzt ist auch wieder die Frage, wie wirkt sich mein Wissen aus auf mein Umfeld? Und wie wirkt sich mein Nichtwissen aus? Das hat nämlich auch Folgen. Und zwar manchmal sehr unangenehme Folgen, die man überhaupt nicht beabsichtigt hat. Und da habe ich was von unserem Bundeskanzler AD Helmut Schmidt gelernt. Der hat gesagt, als ich anfing, Politik zu machen, war einer meiner Leitsätze, ich übernehme nicht nur Verantwortung für die beabsichtigten Folgen meines Handelns, sondern auch für die unbeabsichtigten Folgen meines Handelns. Da dachte ich, Chapeau, Herr Schmidt. Also finde ich für einen Politiker echt mutig. Aber eigentlich betrifft uns das alle. Wir müssen nicht nur die Verantwortung übernehmen für unsere gute Absicht. Ja, ich meine, man will viel Gutes. Aber man guckt nicht auf die unbeabsichtigten Folgen dieses Verhaltens. Und das hat viel mit unserem Nichtwissen zu tun, was wir nicht zur Kenntnis nehmen. Und dann sagt man, ja, aber das habe ich nicht wollen. Das habe ich nicht beabsichtigt. Ja? Okay. Jetzt gibt es einen Einwurf aus Indien. Buddhistische Tradition kommt aus Indien und da gibt es so eine sehr kluge These. Wenn wir wissen, was los ist in unserem Bereich, gibt es relativ wenig Probleme, wenn wir Bescheid wissen. Wenn wir wissen, dass wir nicht Bescheid wissen,
Da gibt es auch relativ wenig Probleme. Weil dann holen wir uns Hilfe, dann fragen wir andere oder wir lassen es gleich und sagen, kann ich nicht. Aber wenn wir denken, wir wissen und nicht merken, dass wir nicht wissen, dann gibt es viele Probleme. Und ich denke, ein Großteil unserer Probleme, die wir haben in allen Bereichen der Gesellschaft, hängt damit zusammen, dass wir denken, ich weiß, und nicht merken, ich weiß nicht. Ja, jetzt zur Haltung. Welche Rolle spielen Haltungen, sozusagen größere Weltsichten in diesem Kontext? Ich vermute jetzt mal, wenn wir einigermaßen optimistisch in die Zukunft schauen, sind wir vermutlich offener für die Ansichten von anderen Leuten. Ja, wenn ich hoffe, ach, irgendwie wird es schon weitergehen und wir haben jetzt eine große Herausforderung und es ist wirklich nicht einfach, gesellschaftliche Umbrüche, Energiekrise, Klimawandel und so weiter. Ach, das wird schon irgendwie weitergehen, dann bin ich offener für die Meinung von anderen Leuten, die Erfahrungen machen. Ja. Wir interessieren uns dann auch für andere Perspektiven, in der Hoffnung, dass sie eine Bereicherung sind für das, was wir selber wollen und was uns selber am Herzen liegt. Wenn wir aber Angst vor der Zukunft haben, dann werden wir eher eng. Also Menschen, die Angst haben, also Angst hängt auch etymologisch mit Enge, Angustia, ja, mit Enge zusammen, da wird man eng. Und dann kommt es leicht dazu, dass wir schwarz sehen. Und dann ist eine große Neigung zurück zum Bewerten, also Kernkraft stärken in unserem Themenbereich, ja. Also ich meine, das ist eine saubere Energie und es ist ganz toll, was die alles liefern und wie viel Energie, geht man zurück zum Alten und sagt, ja, aber und auch außerdem, ich meine, die Industrialisierung beruht auf den fossilen Energien. Ich meine, das geht doch gar nicht. Also wir brauchen das Öl, also brauchen wir Fracking, also brauchen wir Schiefergas, also brauchen wir brauchen die alten fossilen Energien. Also wenn man Angst hat, tendiert man eher zum Zurückgucken und sich aufs bewährte Alte zu verlassen und dann natürlich die Nebenwirkungen nicht zu berücksichtigen. Ich meine, klar, Fukushima hat einige aufgeschüttelt, also aufgerüttelt und erschüttert. Auch unsere Bundeskanzlerin, die ja Naturwissenschaftlerin ist, die hat echt einen Schock gekriegt. Das hat sie sich nicht gedacht, das haben sich viele nicht gedacht. Ja, ja, eine andere Möglichkeit, wenn man denkt, wenn man Angst hat, ist, wir müssen sofort alles anders machen. Und die anderen zwingen, dass sie sich unseren wunderbaren, klugen Utopien unterwerfen. Sofort verwirklichen. Alles. Masterplan für alle Bereiche. Ja, groß. Das sind zwei, aus meiner Sicht zwei Reaktionen, wenn Angst mitspielt. Zurück zum Alten oder ganz schnell irgendwas Neues erfinden und entwickeln und entwerfen und dann muss es durch. Also ich glaube in allen Bereichen an kleinere und mittlere Pilotprojekte. Ob das Veränderungen im Schulsystem sind, ob das Veränderungen in der Wirtschaft sind, ob das die Einführung von Mindestlohn oder Grundeinkommen oder sonst was ist, Pilotprojekte. Von neuen wirtschaftlichen Organisationsformen, von neuen Energien Pilotprojekte machen. Die kann man nämlich langsam angehen lassen, die kann man wissenschaftlich begleiten, die kann man auswerten und dann kann man justieren. Dann kann man verändern. Und wenn man gleich schon ein ganzes Bundesland mit bestimmten Projekten bestückt oder im gleichen ganzen Bundesland was ändert, wird es schwierig. Ja? Ja, also, jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Dialog mit uns und mit anderen, denn das hängt auch zusammen. Wenn wir wissen, dass wir nicht wissen, habe ich vorhin gesagt, sind wir vermutlich offener für die Meinungen von anderen Leuten. Und um diese Einsicht zu gewinnen, dass wir nicht wissen, da hilft Nachdenken. Nachdenken ist echt hilfreich. Aber jetzt nicht im wörtlichen Sinne von ich denke nach, was du mir vorrezitiert hast. Also nicht Nachdenken, Secondhand-Wissen. Andere Leute haben was gesagt und ich sag ja, ich denke das hinterher. Und
das hilft nicht so sehr, die Grenzen des eigenen Wissens zu erkennen, wenn man irgendwelchen Autoritäten hinterher plappert. Selbst wenn die Nobelpreise gekriegt haben oder ganz tolle Sachen schon gemacht haben. Das ist wichtig, deren Meinung zur Kenntnis zu nehmen, sie zu überprüfen, aber dann muss man selber denken. Und es war, also unter anderem Sokrates, der gesagt hat, selber denken bedeutet einen Dialog in sich führen zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Meinungen. Das ist Denken. Das heißt, denken, selbstständig denken bedeutet, ich habe zumindest zwei Meinungen in mir und die bewege ich sozusagen im Herzen. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch Besuche im Denken anderer machen. Das hat unser Immanuel Kant gesagt. Er nannte das die erweiterte Denkungsart. Besuche im Denken anderer zu machen. Das ist nicht ein schönes Bild. Das heißt, zuzuhören, was andere Menschen denken. Das kann man natürlich durch Bücher machen. Aber noch viel effektiver, wirksamer ist es, wenn man Besuche im Denken anderer macht in einem Dialog oder in einem Multilog. Das heißt, unser Nachdenken, unsere Fähigkeit, selbstständig zu denken, selber zu überprüfen, ob was sinnvoll ist oder nicht, wird unterstützt, wenn wir mit Menschen reden, die anderer Meinung sind. Allerdings, das ist jetzt das große Problem bei all diesen Ansätzen, die mit unterschiedlichen Perspektiven arbeiten, das geht nur, wenn man das will. Man kann niemanden dazu zwingen, sich zu öffnen für andere Meinungen. Man kann Leute in den Saal rein zwingen und sagen, du musst jetzt diesen Vortrag anhören von Frau Y und Herrn X, die was anderes sagen, als du denkst. Also ich denke, wir alle sind gut in der Lage, dann auf Durchzug zu schalten. Wenn wir was nicht wollen, wenn wir was nicht hören wollen, wenn wir nicht eine andere Meinung hören wollen, können wir mit Vorträgen überschüttet werden und mit klugen Büchern, es kommt einfach nichts an. Und das ist die Grenze der Dialoge. Also jetzt, ich sage jetzt einen albernen Satz, man muss das wollen. Und wir wissen, wollen kann man eigentlich nicht im Imperativ verwenden, nur in Gedichten. Wolle und sei für die Wandlung begeistert. Das kann man als Gedicht, kann man das machen. Aber ich kann nicht zu dir sagen, will, wolle. Dann sagt die andere Person immer, puh. Ja, also, ja, jetzt ist wieder die Frage, wie schaffe ich das, wenn ich zumindest intellektuell verstehe, ich muss mich für andere Perspektiven öffnen. Also ich meine, die meisten Leute kapieren das ja zumindest intellektuell. Also die meisten Leute würden intellektuell akzeptieren, ich alleine habe nicht die Lösung für alle Probleme. Also ich muss da schon auf andere Leute hören. Ich muss da mit anderen Leuten drüber reden. Das kapiert man ja intellektuell. Aber wenn es dann wirklich um Sachen geht, die uns am Herzen liegen, wo wir Ansichten haben, dann merken wir, ich sterbe lieber, als deine Meinung wirklich anzunehmen oder überhaupt noch richtig zuzuhören. Also und das, wenn man manchmal, also kann man ja bei sich selber sogar im privaten Bereich bemerken oder wenn man mal bei einer Einladung über politische Fragen redet, da wird die Stimmung, die kippt die manchmal, ja, und wo Leute, die man alle schätzt, plötzlich sich nicht mehr zuhören und ganz verbissen werden und sich Meinungen um die Ohren schlagen. Da denk mal, huch, was ist jetzt los? Also ich habe das früher, ich habe 68 Abitur gemacht, also das war eine Zeit, wenn ich dann zu Familienfesten ging, kam dann irgendwann immer eine Tante und sagt, Silvi, wir haben ein Fest, jetzt hör auf zu streiten, weil ich natürlich mit meinen Verwandten den Kapitalismus hinterfragt habe, ist ja klar. Und die Erziehungsprinzipien. Ich meine, man muss das ja mal diskutieren. Nicht so. Und natürlich habe ich da gemerkt, dass mein Herz an meinen Meinungen hängt, aber die anderen, deren Herz hängt an ihren Meinungen. Ja, und jetzt meine These, sich öffnen für andere Meinungen klappt erstmal am besten im kleinen Kreis,
Dialoge sind da ziemlich günstig. Kleine Kreise von Menschen, die man kennt und schätzt. Und wo es Kontinuität im Gespräch gibt. Und ich weiß, also ich lese gern politische Literatur, dass viele der Veränderungen, die friedlich gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten, hatten mit persönlichen Beziehungen zu tun von Leuten, die sich getraut haben, also vertraut haben. Die sagten, du bist zwar von der anderen Partei, du bist zwar aus der anderen Fraktion, aber dir traue ich. Lass uns das mal besprechen. Also ganz, ganz viel geschieht da an Verständigung, an sich so schrittchenweise öffnen für andere Meinungen, wenn man mit Kontinuität im kleinen Kreis mit Leuten über diese schwierigen Themen redet. Ergebnisoffen. Und es geht einfach leichter, wenn man andere Leute zumindest achtet. Man muss sie nicht lieben, aber achtet, schätzt, für kompetent hält, dann hat man eine Chance. Also wir brauchen den Wunsch nach Austausch mit Menschen, die anders denken, die Bereitschaft dazu. Und die Bereitschaft ist größer aus meiner Sicht, das habe ich vorher schon mal gesagt, wenn mir klarer ist, dass mein Wissen Grenzen hat, dass meine Kompetenz Grenzen hat. Kleiner Querschläger, ich denke, das ist das Prinzip der Demokratie. Man muss bereit sein, mit Menschen im Plural, so hat es meine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt genannt, mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt zu reden. Also wir gestalten die gemeinsame Welt mit Kultur, mit Zivilisationserrungenschaften, Rechtssystem, Infrastruktur, Kultur in verschiedenster Art und schaffen damit einen Raum, in dem wir potenziell miteinander reden können, wie wir die gemeinsame Welt gestalten wollen. Und das ist eigentlich Politik. Das ist die schönste Definition von Politik, die ich kenne. Mit Menschen im Plural über die gemeinsame Welt reden. Und da geht es gerade darum, im Plural, nicht mit meiner Sippe und mit meiner Partei, rede ich jetzt über die gemeinsame Welt, sondern, das haben die alten Griechen so formuliert, mit Menschen, mit denen ich nicht verwandt bin, die nicht zu meiner Sippe gehören, die nicht zu meinem Clan gehören, die nicht zu meiner sozialen Schicht gehören, gemeinsam mich unterhalten über die Welt. Oder mich mit anderen im Plural, mit Menschen im Plural, über die gemeinsame Welt zu unterhalten. Und dazu müssen wir, also ich meine, das muss man wollen. Von daher, ich finde es auch in Ordnung, dass nicht alle Menschen sich daran beteiligen. An einen runden Tisch gehen nur Menschen, ob das jetzt um Energieversorgung, um Klimawandel, um politische Organisation, um Schulreform, um was es auch immer geht. An den runden Tisch setzen sich jetzt mal, wenn sie sich wirklich setzen, innerlich, nicht nur mit dem Körper, sondern wenn sie innerlich an einen runden Tisch gehen, da muss eine Bereitschaft sein, ein Interesse sein, ich will andere Meinungen hören. Und das geht nur, wenn ich merke, ich weiß nicht alles. Und dann, ja, ich meine, das ist ein Prozess, den man im Dialog lernt. Ich habe Ansichten und die Ansicht ist nicht identisch mit der Realität. Ja, jetzt will ich an der Stelle ein paar Bemerkungen aus dem Buddhismus einflechten. Ich meine, ich habe diese anderen Dinge alle gesagt, weil das mit dem Leben, was wir führen, zu tun hat. Aber da spielen oder da können bestimmte buddhistische Überlegungen hilfreich sein. Und die haben mir auch geholfen, das so zu verstehen. Ansichten als Ansichten erkennen ist schwer. Man lernt es nur in der Konfrontation, im Dialog, in der Begegnung mit Menschen, die was anderes denken. Sonst merkt man es gar nicht. Ja, das macht man doch immer schon so. Ha, ist doch normal. Ja, und erst wenn man mit einer anderen Ansicht konfrontiert ist, dann merkt man, dass man eine Ansicht hat. Wenn man Ansichten als Ansichten erkennt, das ist der erste Schritt. Ist schwer. Aber sie dann lockerer nehmen, nicht so dran festzuhalten, ist immer noch sehr schwer. Und wenn man das jetzt auf den Punkt bringt, ist eben dieser Satz, Ansichten loslassen ist schwieriger als sterben. Denn wenn ich sterbe, wenn ich im Sterben liege, habe ich nicht mehr so viel Kraft zum Festhalten. Solange ich im Vollbesitz meiner intellektuellen, emotionalen, körperlichen Kräfte bin,
Ja, da kann ich wunderbar festhalten. Ich hab recht. Ja? Ist einfach. Ich hab Kraft. Und das zu lockern, ich meine, das ist manchmal wie Sterben, das weiß man. Wenn man einen Streit hat und merkt, man unterliegt, da hat man das Gefühl, man ist wie vernichtet. Ja, mit einem richtig guten Vorschlag, also der den Betrieb wirklich voranbringt, der die Schule wirklich voranbringt. Ich habe eine ganz tolle Idee. Und dann diskutiert man das tagelang und dann unterliegt man. Da hat man doch das Gefühl, ein Stück von einem stirbt. Ja? Schwer, ist richtig schwer. Und ich habe das auch deswegen auf diesen Punkt gebracht, auf diesen überspitzten Punkt, um klarzumachen, das ist nicht leicht. Also man kann ja, ändert doch einfach deine Meinung. Ach, denk doch einfach was anderes. Ja, da ist man identifiziert mit. Das ist Identität. Ich denke so. Das ist richtig. Ja, und es braucht sehr viel emotionale Stabilität. Zuzulassen, ich habe nicht recht. Da muss man emotional sehr stark sein. Also eigentlich sind es die selbstbewussten Menschen. Im echten Sinne selbstbewusst. Und nicht die Arroganten. Die haben es schwer. Aber wer wirklich Selbstvertrauen hat und eigene Erfahrungen verarbeitet hat, ich meine, diese Person hat irgendwann mal gemerkt, ich weiß nicht alles. Also jemand, der seine Lebenserfahrungen verarbeitet, merkt, ich weiß nicht alles. Wer einfach arrogant sein Ding durchzieht, merkt nicht so gut, dass er nicht alles weiß. Ja? So, also die buddhistischen sind drei Thesen oder drei Ansätze. Der Buddhismus geht davon aus, dass alles, was wir sagen und denken, Zuschreibungen sind. Und nicht eins zu eins Abbildungen der Wirklichkeit. Also was unsere Wissenschaft auch feststellt. Die Wissenschaft redet von Modellen. Und es sagen, hat der Buddha vor 2500 Jahren gesagt, alles, was wir über uns und die Welt sagen, sind sehr verkürzte Modelle. Und in diese Modelle fließen natürlich Informationen ein, Erfahrungen ein, die wir gemacht haben, aber eben immer nur ein paar. Also alles, was wir denken und ausdrücken können, formulieren können, sind vereinfachte Zuschreibungen. Das finde ich schon mal ziemlich hilfreich. Und da hilft mir natürlich die Wissenschaft und die Gehirnforschung, die reden jetzt von Repräsentationen, Millionen von Neuronen feuern irgendwie rum und dann gibt es eine Repräsentation, ein Bild davon und das übersetze ich dann in ein Konzept und dann sage ich das. Sehr vereinfacht. Auch die Quantenphysik, die moderne, die geht davon aus, dass alles, was wir sagen können, sehr vereinfacht ist. Und jetzt ein Zitat aus der Quantenphysik. Hans-Peter Dürr, der Quantenphysiker, hat es mal in einem Buchtitel so auf den Punkt gebracht: Wir erleben immer mehr, als wir begreifen. Wunderschön. Wir erleben mehr, als wir begreifen. Also ich kann ganz viel über den Körper wissen und ich kann viel über wirtschaftliche Zusammenhänge wissen und ich kann ein langes Leben schon gelebt haben, dann weiß ich, ich habe viel mehr erlebt als das, was ich begreife. Ich meine, selbst wenn jemand Top-Informationen über den Bewegungsapparat hat und übers Gehen und was weiß ich was und Tanzen, was wir erleben, ist unendlich viel mehr, als was man begreift. Und der Physiker Richard Feynman hat es nochmal auf den Punkt gebracht, ganz frech. Wir verstehen nur das, was wir selber gemacht haben. Wir verstehen nur die Modelle, die wir selber aufgestellt haben. Wir verstehen nur die Werkzeuge, die wir selber zusammengebaut haben. Wir verstehen nur die Maschinen, die wir selber gebaut haben. Punkt. Buddhisten sagen, alles ist Zuschreibung. Nicht dummes Zeug, aber es ist ein vereinfachtes Modell. Die Quantenphysik sagt, wir verstehen nur das, was wir selber gemacht haben. Wir verstehen nur unsere eigenen Modelle. Das ist im Prinzip das Gleiche. Ich verstehe nur mein eigenes Modell. Und beide Thesen oder beide Hinweise zeigen uns, dass wir ganz viele Faktoren übersehen. Und Feynman hat es so ausgedrückt, der Physiker. Da ist ein Problem, ein Themenbereich, ein Problembereich. Ich erkenne 5 Faktoren. Und aus den 5 Faktoren bastle ich mir ein Modell und sage, so funktioniert's. Aber 27 Faktoren habe ich nicht berücksichtigt.
Und die können dann für die Nebenwirkungen sorgen, für die unbeabsichtigten Folgen unseres Handelns. Und wenn man von vornherein sich klar macht, egal in welchem Bereich, ich formuliere ein Modell und stütze mich dabei auf so und so viele Faktoren und weiß, ganz viele Faktoren berücksichtige ich nicht, dann bleibe ich vermutlich offen für Leute, die andere 5 Faktoren sehen und damit wieder ein Modell bauen. Dann denkt man auch nicht mehr so viel, du bist ja so blöd. Du verstehst nicht, was ich sage. Ja, mei, diese Person hat einfach 5 andere Faktoren berücksichtigt und daraus ein Modell gebastelt. Okay. Der dritte Ansatz, wie man das, ist ein praktischer, wie man das entdecken kann, außer dass man es kognitiv jetzt nachvollzieht, was irgendjemand erzählt, ist mein Vorschlag, das nennt sich stilles Sitzen. Ohne kompliziert, ja, ganz einfach. Sich 20 Minuten bequem hinsetzen auf den Stuhl, gerader Rücken, stabil, dass man nicht rumwackelt, einigermaßen bequem, aufrecht und dann sich 20 Minuten aushalten. Punkt. Man kann den Atem dabei ein bisschen spüren, aber jetzt nicht als, ich muss den Atem von Anfang bis zum Ende ganz genau spüren und alles mitkriegen. Nö. Den Atem kann man nehmen, so als Beruhigungstechnik und dann sich 20 Minuten aushalten. Da wird man merken, wie viel zigtausend Ideen einem durch den Kopf schießen. Und da merkt man, was für ein Chaos eigentlich in einem herrscht. Das macht einen etwas demütiger, wenn man dann ins Gespräch mit anderen geht. Gut, also ich finde das eine anspruchsvolle Tätigkeit, selbst wenn man keine gute Konzentration hat. Ich finde es sogar eher schwerer, wenn man keine gute Konzentration hat. Wenn man sich gut konzentrieren kann, kann man die Welt aussperren. Ich mache nur Atemmeditation. Die Welt bleibt draußen und da bleibt sie auch genauso, wie sie vorher war. Aber wenn ich mich aushalte, ja, dann merkt man ein bisschen, was in einem alles vor sich geht. Das macht sehr demütig. Da sitzt man, man hat Abitur, man hat eine gute Ausbildung, man kann nicht auf 3 zählen, beim Atem spüren, ist man schon wieder bei irgendwo anders und das wieder irgendwo anders. Macht demütig. So, gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen den Mut, selber zu denken, Besuche im Denken anderer zu machen, den Mut zum Austausch mit Menschen, die anders denken als Sie. Möglichst mit Kontinuität und nicht gleich in riesigen Maßstab, sondern im kleineren Maßstab. Ja, und der Rest ist Übung. Hingucken, merken. Also Mut zum Selberdenken, Mut zum Gespräch. Heute Abend und für den Rest Ihres Lebens. Das heute beginnt.